Ja, nochmal einen guten Morgen. Falls die erste Aufnahme im Dunkeln nichts geworden ist, würde ich dieses Bild hier gerne dafür benutzen. Wir haben Sonnenaufgang da hinten über dem Hügel. Wir sind gerade auf dem Weg nach Gifflitz, um nochmal einzukaufen, heute am Samstag. Und es wird wieder ein traumhaft schöner Tag. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir es geschafft. Wir haben den Supermarkt gefunden, den wir heute Morgen gesucht haben. Haben uns schöne französische Spitzenqualitätssalami geholt. Einen guten Ziegenkäse dabei. Gerade hier heiß Wasser gemacht für unseren Kaffee. Gibt es noch Frühstückseier bei, gute Leberwurst und den Nescafé. Jo, jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Und zwar mit dieser Aussicht. So kann man es echt aushalten. Und die Temperatur hier drin ist mittlerweile auch ganz angenehm. Also, bis später. Ja, hier wollten wir euch nochmal eben unseren Frühstücksplatz zeigen. Ich gehe mal direkt jetzt ans Wasser. Mittlerweile ist die Temperatur auch wieder ganz gut. Das Auto war heute Morgen von außen zugefroren. Und im Auto hatten wir noch knapp 7 Grad, glaube ich, waren es. Ohne Heizung oder sonst was. Also haben wir auf jeden Fall einen Temperaturunterschied von mindestens 7 Grad innen außen gehabt. Das war schon okay. Was ich noch ändern möchte oder auch muss, ist das Problem mit der Luftfeuchtigkeit da drinnen. Wo ich alleine unterwegs war, ist mir das nicht ganz so doll aufgefallen. Jetzt die Nacht mit 2 Personen war schon einiges mehr. Wenn einer von euch einen Tipp hat, was man gegen diese Luftfeuchtigkeit machen kann im Fahrzeug, dann schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Ja, wir haben jetzt wieder einen schönen Parkplatz gefunden, direkt am Ufer. Und wir wissen, dass da oben das Schloss ist, wo wir hinwollen, Schloss Waldeck. Und hier gibt es so einen Trampelpfad, der durch den Wald geht. Wir probieren es einfach mal aus. Hoch müssen wir so oder so. Und bevor wir an der Straße laufen, gehen wir einfach mal hier. Wenn ihr Lust habt, wie immer mein Standardspruch, bleibt dran. Jetzt geht's los. Erst so ein bisschen hier durch den typischen Müll, der an diesen kleinen Parkplätzen ist. Aber dann wird es hoffentlich ein bisschen angenehmer. Wobei angenehm ist es jetzt schon, wenn man hier die Aussicht alleine mal berücksichtigt. Also hier ist jetzt an der Seite wie an einem Klettersteig so ein Stahlseil, was hier hochgeht. Ich mache mal zur Veranschaulichung die Kamera gerade auf dem Boden. So würde die Kamera gerade stehen. Ich hoffe, man erkennt jetzt mal den Steigungswinkel. Und so laufen wir jetzt da hoch oder kraxeln mehr oder weniger. Sehr steil, aber echt toll. Ja, die erste Etappe haben wir geschafft. Man sieht schon, wir sind jetzt deutlich höher als der See. Hier runter. Und jetzt geht's weiter in die Richtung, wieder bergauf. Nicht mehr so steil, vielleicht nur noch so 15, 20 Grad Steigung oder Prozent. Da vorne war deutlich mehr. Ansonsten ist das hier ein echt schön naturbelassener Wald. Urwald wäre übertrieben, aber was hier kippt, bleibt auch definitiv als Totholz liegen und nutzt hier Pflanzen und Fauna und Tiere und wie auch immer. Hier sind wir gerade unter dem Stamm durch. Ich gehe da noch mal kurz hin mit euch. Wollte ich euch doch zeigen. Der ist so schön zerfressen von diesen ganzen Holzwürmern. Finde ich auch immer irgendwie beachtlich. Eventuell hat da auch noch ein anderer draußen dran genagt. Aber weiß man ja nicht. Und so geht dieser Weg weiter. Also hier offiziell ist an diesem Weg gar nichts mehr. Aber man kann da durch die Bäume schon Schloss Waldeck erkennen. Deswegen so verkehrt können wir gar nicht sein. Hier nochmal was zum Thema Müll im Wald. Hier liegt eine Flasche von Coca-Cola mit der Prägung 1989. Drehst du mal, Marvin? Und man sieht, die Seite war unten, die war in der Sonne. Also da verrottet nichts an den Teilen.
Und wenn man mal hier so guckt, es ist alles voller Müll. Da vorne war es noch schlimmer. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Weil dieser Weg ist ja auch nicht so, dass hier gar keiner geht, so wie man das hier sieht. Hier sind noch frische Bremsspuren vom Mountainbiken wahrscheinlich. Also, Leute, packt euch mal an den Kopf, ob das sein muss. Ich weiß, die meisten, die hier gucken, werden es nicht tun, aber nervt mich jedes Mal. Da auch, wenn man in den Wald reinguckt, sieht man überall das Silberglänzende. Echt nicht schön. Ja, jetzt kommen wir hier aus dem Wald raus und stehen direkt vor der Wand der Burg. Ich glaube, in die Richtung ist das Burgtor. Da steht ein Schild, Durchfahrt verboten. Dann gucken wir erstmal, was auf der anderen Seite des Schildes steht. Vielleicht darf man wieder gar nicht rein. Wir gucken mal eben nach. Ja, das ist jetzt die Seitenansicht. Und ich sage immer ja bei jedem Anfang des Satzes, glaube ich. Dumme Angewohnheit. Auf jeden Fall, ne, vor uns das Schloss. Auf dieser Seite ist das Hotel mit drin. Hier ist auch extra eine Auffahrt, nur für Hotelgäste, Parkplatz. Und wir gehen jetzt hier, wie ihr auf dem Schild sehen könnt, den Berg hoch, dann Richtung Aussichtsterrasse, Museum. Altane ist ein Café, Restaurant mit Terrasse. Da gibt es noch ein Trauzimmer der Stadt Waldeck, die alte Turmuhr und ein Spa. Spa haben wir, glaube ich, nicht nötig. So Naturmenschen sind von Natur aus schön. Der Marvin räuspert sich gerade hinter mir. Ich glaube, der glaubt mir nicht. Ha, Marvin? Nicht ganz. Nicht ganz. Ja, hier auf jeden Fall schön zu sehen, wie das Ganze in den Fels gebaut wurde. Immer sehr beeindruckend. Wir haben mittlerweile, was haben wir, 9 Uhr, 10 Uhr, Marvin? Kannst du mal gucken, 9 Uhr? Ja, ne? 10.20 Uhr und es sind gefühlt auch 20 Grad schon. Ist echt klasse. Dafür, dass heute Morgen das Auto noch zugefroren war von oben und von vorne. Schon sehr angenehme Temperatur. So, ab zum Burghof. Hier ist der Eingang jetzt. Und ich glaube, hier zur Seite hat man bestimmt wieder eine schöne Aussicht. Richtung, ja, unten sieht man den See so schemenhaft. Ansonsten Wald und hier jede Menge Efeu. Unteres Tor mit Pulverturm. Das Rundtor trägt die Jahreszahl 1637. Und den Rest könnt ihr jetzt ja eben selber lesen. Oh, hier kommt gerade ein Auto runter. Es ist ein wenig eng. Mal schauen, ob das so passt. Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch gerade gehört habt, aber der Reifen schleift schon hier sehr eng an uns vorbei. Kann ich wieder ausatmen, Bauch raus, Auto weg. Das muss man auch können hier, echt Millimeterarbeit. Hier kommt das mittlere Burgtor. Und das alles hier, wie gesagt, in diesem Fels drin. Ne? Echt klasse. Der Schlussstein dieses Tors ist von 1755 gewesen. Hier ist wieder das nächste. Man kann das in diesen engen Gassen nie so richtig einfangen, wie man es selber erlebt. Aber man kann es einfangen ein bisschen für euch. In der Mitte des 16. Jahrhunderts ließ hier Graf Johann I. den Brunnen von ca. 120 Meter Tiefe anlegen. Teils gemauert und teils aus dem Fels geschlagen. So wollte er die Wassernot beheben. Und eine Zeit lang im 17. bis 18. Jahrhundert hat die Burg sogar als Zuchthaus gedient.
stand da auf einer anderen Tafel gerade noch. Wow. Echt klasse. Ich hoffe mit der Sonne, das geht alles wieder. Und jetzt schauen wir mal, wo man hier über die Mauer gucken kann. Hier ist jetzt die Aussichtsterrasse. Wir sind gerade schon einen Schritt reingegangen, aber sofort wieder zurück, um diesen Wow-Effekt euch auch zu zeigen. Schaut. Ist das nicht der Wahnsinn? Irre. Wunderschön. Ja, will ich gar nicht viel zu sagen. Wir wollen jetzt mal schauen, hier ist so eine kleine Gondelbahn. Und wirklich klein, wir haben gerade die erste Gondel gesehen. Sieht aus wie eine Wäschewanne. Oder so ein Babykorb, naja. Und wollen mal schauen, was das kostet, so eine Fahrt nach unten. Oder ob wir dann doch eben runterlaufen, weil ist ja jetzt nicht die Welt. Irgendwie 20 Minuten runter oder so. Aber so eine kleine Gondelfahrt wäre jetzt auch mal ganz witzig. Ja, wie man jetzt erkennen kann, wir sitzen in der Gondel. Und es ist echt, man fühlt sich wie in so einem Gogomobil eingesperrt. 57 Jahre alt ist die Gondel, sagte uns der gute Herr gerade. Und es ist wirklich so, dass man mit den Schultern so links, rechts anliegt. Hier kommt gerade eine von vorne, könnt ihr mal schauen. Echt klasse. Ist mal was anderes. Kostet 3,50 Euro pro Person, aber das sollte einem der Spaß mal wert sein. Fahren noch mal schön an dem Schloss von der Rückseite vorbei. Da sieht man auch den neuen Anbau, der so im Stil ähnlich gehalten wurde. Natürlich nicht in dem gleichen Stein. Hätte man vielleicht auch machen können, wäre wahrscheinlich aber kostentechnisch wieder nicht gegangen. Einfach klasse. Da kommt noch eine Gondel, die zeigen wir euch noch und dann ist auch gut mit Film hier. So, nochmal eben zur Korrektur. Der Wanderweg, den wir vorhin gegangen sind, wo ich dachte, das wäre schon lange keiner mehr, weil der so zugewuchert war, das war der Urwaldsteig, so nennt er sich, haben wir gerade auf einer Tafel gesehen. Wussten wir vorher nicht und den kann man hier etliche Kilometer laufen. Also wenn ihr mal am Edersee seid, Urwaldsteig ist ursprüngliches Waldlaufen, Klettern, Wandern. Es ist schon wieder soweit, Mittagszeit. Wer viel läuft, hat auch, ja, nicht viel Hunger, aber hat Hunger. Ich habe gerade das Wasser aufgesetzt für diese glutenfreien Gnocchi, selbst gekauft. Und die machen wir uns gleich fertig, allerdings sind zwei Portionen. Ich habe noch nicht so einen großen Hunger, der Marvin schon. Deswegen isst der vorab und ich mache mir danach noch eine Portion. Dann genießen wir noch im Moment wieder hier auf unserem Platz die Aussicht und die Sonne. Und dann werden wir weiterlaufen. Zum weiteren Aussichtspunkt Richtung Staumauer kann man dann schauen. Jetzt sind wir wieder unterwegs und hier auf der gegenüberliegenden Seite, vielleicht seht ihr die zwei Strommasten auf der Hälfte des Hügels. Da ist nochmal dieser Aussichtspunkt. Ich zoome das mal kurz ran. Dort ungefähr, das ist der, wo wir jetzt hingehen. Das ist jetzt der Aufstieg. Das gleiche Stück haben wir gerade schon hinter uns. Ist steil, ist anstrengend. Wir haben 23 Grad. Echt super. Ist fast wie im Sommer. Nein, ist wie im Sommer. Und die Wege sind super schön. Auch wenn es anstrengend ist. Echt Weltklasse.
schön naturbelassen. Nicht hier alles mit Schotter oder Quarzsand oder was weiß ich begradigt, sondern richtig schön felsig und schnurstracks nach oben. Und das gehört doch dazu. Es ist doch schön, wenn man sich ein wenig hochgequält hat, egal zu Fuß oder mit dem Mountainbike, oben ankommt, die Wade brennt ein wenig und man genießt die Aussicht. Und das tun wir gleich. So, wir sind jetzt unterhalb des Aussichtspunkts und schauen gerade mal, wo es hier weitergeht, weil dieser Weg an sich ist kein leichter, wenn man das mal so sagen darf. Der endet hier im Grunde, aber schon mit einer atemberaubenden Aussicht, wie ihr sehen könnt. Wir gucken jetzt mal, dass wir dann da noch hochkommen. Irgendwie hier so. Mal schauen. Wenn man rutscht, es sind genug spitze Steine, wo man hängen bleiben kann. Und dann werden wir das noch sehen. Wir sind angekommen. Da geht es noch ein kleines Stück hoch, da gucken wir gleich. Aber jetzt wird erstmal ein paar Minuten genossen. Hier an der kleinen Kanzel am Edersee. So steht es auf dem Schild. Da gehe ich mal gerade kurz hin. Kleine Kanzel am Edersee. Da wird nochmal erzählt über die Geschichte der Sperrmauer. Und da mache ich ein Bild von und das kann ich ja einfügen. Viel, viel besser als lesen ist in diesem Moment auf jeden Fall der Blick, den man hier hat. Unglaublich schön. Und hier runter auch. Uns gefällt es sehr. Und das werden wir jetzt erstmal genießen. Also, mit diesen Bildern werden wir uns für heute von Tag 2 verabschieden. Mehr gibt's nicht. Gestern war schon so viel. Und wie ich immer sage, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören mit dem Film und den Rest des Tages genießen. Also macht ihr das auch. Und bis zum nächsten Mal, euer Markus und Marvin. Ciao.